Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge von Rise to Ruins. Irgendwie spinnt OBS gerade, ich weiß nicht warum. Aber jetzt geht's wieder. Hoffe, dass die Folge durchhält. Ja, Folge 5. Unsere ersten Verteidigungstürme haben wir gebaut. Damit hoffe ich, dass die Nacht ein wenig entspannter wird. Wobei, eigentlich müssten mehr Gegner kommen, denn jetzt wird... Ja, der dritte Graveyard ist schon gebaut worden. Ja. Ich glaube, ich muss die irgendwann mal angreifen. Ich glaube, irgendwann muss ich die mal angreifen. Aber wir gucken mal, was wir erstmal in unserem Dörfchen fabrizieren. Was ich auf jeden Fall mal machen muss, ist den... Nicht den Tumbler, den... Ja, wunderbar. Den Stonecutter muss ich mal bauen. Den setzen wir auch direkt hier... Was ist denn da noch? Was ist das? Ja, dann kommt der Stonecutter meinetwegen dahin. Ist mir egal. So, den Stonecutter brauchen wir auf jeden Fall. Für so eine... komischen Cutstones. ja, nur für den Notfall. Falls wir mal Gebäude brauchen, die sowas beanspruchen. Nämlich so eine... Ich weiß gar nicht, die heißen nicht richtig gekattete Steine, sondern die heißen... Doch, die heißen gekattete Steine, tatsächlich. Oder geschnittene Steine. Okay, so. Du bist mit 3 Bögen und du hast 2 Bögen. So, ich habe sogar 6, also richtige Bögen hergestellt. Es sind keine Bögen, es sind ballistische Bolzen. Sollte mir den Unterschied tatsächlich selber mal merken. So, genau, du schleppst da hinten nochmal was hin. Dann haben wir da auch erstmal 2 voll. Und wir werden... Werden wir erstmal was erweitern oder werden wir... neue Gebäude bauen. Ich bin mir gerade selber unsicher. Also die Forge würde ich gerne setzen irgendwann. Weil ich gerne auch ein wenig in die Ausrüstung investieren würde. Eine Klinik. An aid station that provides medics who can heal the sick and wounded as well as manufacture bandages villagers can carry with them to heal themselves in a pinch. Okay, also der stellt Bandagen und Medikits her. Das ist sehr schön. Brauchen wir allerdings auch einen. Kurier. Maintenance Building. Ah! Ne, kein Store. Mist. You can repair and dismantle buildings as well as maintain roads and clear terrain. Okay. Waymaker Shack. Provides workers who can create and maintain roads, clear terrain and dig out man-made lakes to collect rainwater for water purifiers. Migration Way allows the village to send some villagers to nearby region once per day. Aha, okay. Ja, ist aber alles nicht das, was ich möchte. Und zwar, ich würde gerne... Manufacturing. Armory Smith. Toolsmith. Meine Güte, Alter. Natürlich, den Toolsmith brauche ich. Und dafür brauche ich tatsächlich eine Forge. Okay, also wird das der nächste Schritt werden. Also, wir werden eine Forge bauen. Dazu brauchen wir, wie gesagt, hier die, den Stonecutter. Haben wir denn noch einen übrig? Wahrscheinlich nicht. Da müssen wir einen Bilder mal abziehen. Stonecutter. Dann wird der ein paar Cutstones herstellen. Wir brauchen, wie gesagt, die Forge. Wo setze ich die hin? Da könnte man eine Forge hinsetzen. Jawohl, da kommt die Forge hin. Und anschließend, wenn wir die Forge haben, ist übrigens ganz, ganz ungünstig, dass ich die Forge da oben hinbaue. Quatsch, die Straighterer. Weg, mittlere Maustaste. Weg, yes. Die müsste hier hinten in die Forge. Weil da sind auch der, da ist der Mineral Storage. Von daher muss die Forge auf jeden Fall hier hin. Da ist sie nicht. Da ist er. Da müssten ein paar Diamanten dran glauben. Ist aber nicht so wild.
Oder Kristalle sind es. Das sind ja keine Diamanten, sondern Kristalle. Haben wir aber noch genug. Wobei jetzt wahrscheinlich jetzt jeder, der Rise to Ruins ein bisschen länger gespielt hat, wird vorm Rechner sitzen, die Hände vors Gesicht schlagen und sagen: Nein! Wie kannst du bloß Kristalle zerstören? Du Idiot! Und ihr habt recht. Aber ist mir egal. Alles für die Optik. Ganz ehrlich, wir könnten auch mal den ganzen Wald hier wegroden. Also nicht wegroden, aber hier, ne? Wegmachen. Ach, stopp. Das sind Nahrungsmittel, ne? Das ist der Wald. Der kommt weg. Dieser Wald ist Geschichte. Dieser Wald ist nicht mehr. So. Minimale Verbesserung. So, das, was schon gerodet ist, das kann auch komplett abgerissen werden. Dann können wir auch gleich nochmal sagen, wir roden noch ein wenig mehr. Und zwar machen wir hier die Ecke mal weg. Weil wir gerade so wenig Holz haben, ne? Machen wir da einfach nochmal ein bisschen mehr Holz weg. Das kommt da auch mal alles weg. Das können wir dann auch komplett abreißen. Ja, hier... Ja, ganz ehrlich, das kommt auch mal weg, bitte. Das kommt weg. Das wird abgeholzt. Und wenn es abgeholzt ist, wird das auch komplett entfernt. Da können wir da hinten nämlich auch noch Gebäude reinbauen. Notfalls müssen wir die Ecke auch nochmal wegsetzen. So. Genau, so. Da wird alles mal alles abgerissen und freigeräumt. Ja, die Ecke, ja, die kommt auch weg. Komplett mit Holz. Dann wird das da auch freigeräumt. Und wir, was ist das? Ach, das ist hier Santa, unser Hund. Und wir haben wieder ein bisschen mehr Platz für Gebäude. So, da kommt jetzt, wie gesagt, die Fortune. Zack. Ja, eigentlich hätte man die Fortune auch. Naja, obwohl hier wäre, glaube ich, kein Platz gewesen. Egal. Da kommt die Fortune, da kommt nicht... Oder da ist gleich der Mineral Storage daneben. Dann sind die Wege nicht so weit. That was the plan. Und the plan wird really good umgesetzt. So, ihr macht hier Cut Stones. Boards 220 brauchen wir aber aktuell auch nicht. Boards. So, da wird alles wunderschön entfernt. Sehr gut. Ja, hier fehlen immer noch die Schlüssel. Wo ich keine Ahnung habe, wie ich die bekomme. Ich meine, ich nehme natürlich auch erstmal jetzt die ersten paar Folgen am Stück auf. Also so gut wie am Stück. Also erscheint das Ganze erst, ja, für mich morgen. Und das ist jetzt aber schon Folge 5. Also, ja, bis ich es dann umsetze, sind ein paar Tage vergangen, wie ihr mitbekommt. Oder wie ihr mitbekommen werdet. So, hier ist alles okay. Nahrung 52. Apropos Nahrung. Ach, ich glaube, die Kitchen müsste ich auch mal besetzen irgendwann. Achso, und diesen Essenzkollektor, den würde ich gerne mal bauen. Weil ich keine Ahnung habe, wie das Ding funktioniert. So, pulls in and stores loose essence on the map to later be used by other buildings. Crystallius can also throw in Crylithium to charge it. You can wave your hand over it to sap energy in a pinch. Can collect raw essence. Consumes. Okay. Corruption. Range generated. Wie gesagt, keinen blassen Schimmer, wie das Ding funktioniert. Wir setzen es einfach mal hier hinten hin. Braucht Crystals and Stone. Richtig? Ja, Rocks, kein Stone. Den setzen wir einfach mal daneben. In der Hoffnung, wenn, falls hier Leute oder Gegner sterben, dass der dann automatisch die Essenz einsammelt. Also so der grobe Plan, den ich mir jetzt in meinem kleinen Gehirn zusammengesponnen habe. Und der ganz bestimmt nicht so aufgehen wird, aber ich hoffe immer. Ich hoffe immer. Ne? Ich hoffe halt. Immer. Ich hoffe immer. Gut. Okay, also das, wie gesagt, kommt hier alles weg. Die Wälder werden dann auch entfernt. Dann haben wir, wie gesagt, hier nochmal ein bisschen Platz. Gully's Gate. A sacrifice pond that will convert material items and living tissue into essence when dropped inside. If used too fast, it will overload. Require stone cutlery for cut stones.
Requires Forge for Iron Ingots. Requires Crystallery for Krillithium. Rocks cuts. Achso, okay, das sind die Voraussetzungen für den Bau. Alles klar. Crystal Motivator. Uses a small amount of energy to encourage nearby harvested crystal patches to grow faster. Okay, das ist der Kristallmotivator. Der wäre hier eigentlich nicht schlecht, ne? Hier, perfekt. Da den Wald entfernt und da den Kristallmotivator hingesetzt. Braucht Rocks, Cutstones, Crystals. Braucht aber den Essenzkollektor, um quasi aufgeladen zu werden. Canstor 300 Energy. Energy, genau. So sagt man. Energy. Ja, wie gesagt, mit diesen Magie-Sachen, da muss ich mich erstmal selber reinfuchsen. Curtain Walls. Cutstones. Okay. A huge wall that's hard to get through or shot over. Only the Ballista Tower can shoot over this wall. Haben wir nicht. Simplesong will ich das gerne, but monsters cannot. Okay, gut. A strong wall can be shot over by most towers and ranged attacks. Oh Gott. Wir können aber rüberschießen, oder? Ey, hört mal auf. Wenn ihr da jetzt nicht rüberschießen könnt. Was ist denn das hier für ein Wind? Okay, ist tatsächlich nur Wind, wo die Pollen umherfliegen. Du bist wer? The Guard. Ach, Jimmy Page ist The Guard. Mit, naja, man hat da eine Rüstung und einen Bogen und Pfeile. Aber kein Schwert. Ja, wie gesagt, das ist so die Sache, die ich jetzt gerne machen würde. Ich würde mich alle gerne mit sämtlichen Sachen ausrüsten. Also einmal mit Armory und dann mit Tools. Dafür halt Armorsmithy und der Toolsmithy. Die kommen dann wahrscheinlichst hier hinten rein. Deswegen will ich nämlich hier alles abreißen. Dann kann ich nämlich hier den Smithy bauen und den anderen Smithy daneben. Ja, und Häuser, wenn notwendig, könnten wir dann hier reinbauen. Aktuell ist es ja noch ganz okay. Zwei Leute, die hier wohnen. Ah, ich habe auch zwei Guards. Kick mal einer schauen. Jimmy Page und wer ist der andere? Die andere ist Martine Lambinet. Ach ja, stimmt. Boah, die hat alles. Schön. Die hat tatsächlich alles. Außer Water und einen Kopf. Kopfschlott. Also ein Kopf hat es aber keine Rüstung für den Kopf. No workers. Aber Crystals werden geholt. 44 sind noch drin. Alles gut. Läuft soweit. So, da werden die ersten Cutstones geliefert. Die Dämmerung ist eingetroffen. Und die Monster sind restlos voll sind die Monster. Ja, und jetzt müssten theoretisch hier in den Graveyards wieder Monster spawnen. Ancient Radiation Pool. Oh, da breitet sich's aus. Ah ja, ich sag mal, solange sie noch hier auf ihrem Teil der Insel sind, alles gut. Da ist übrigens eine Kiste. Verschlossen. Ja, erstaunlicherweise. So, kommen denn jetzt Gegner? Das ist 9 of 15, 12 of 16 und 15 of 16. Ja, also die Namen. Stranger Boys. Sehr Stranger Boys. Was war das denn für ein Geräusch? Ja, noch passiert hier nichts. Also sie klöppeln hier nach und nach entspannt ab, ne? Aber ja, gut, sie müssen halt immer durchs Wasser. Das ist natürlich der Nachteil für die. Ich meine, gut, es bringt mir auch keinen Vorteil, weil ich einfach so weit weg bin. Ne? So, was haben wir denn hier drin? 43 Iron Ingos und 7 Gold Ingos. 6 Gold Ingos? 7 Gold Ingos? 6 Gold Ingos. Aber irgendwo liegt noch ein Gold-Ingo rum. Da müsste der Gold-Ingo sein. Der ist der Iron-Ingo. Boah, wie gesagt, irgendwo ist noch Gold-Ingo. Wo, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Schwamm drunter. So. Da oben wird gefällt. Das gefällt mir.
Kann ich die nicht ernten? Achso, weil ich jetzt gerade bei Nahrung schon wieder war. Ich blöder Idiot. So, jetzt haben wir auch alles angewählt. Wachsen die hier oder verbreiten die sich, ja? Ist ja geil. Sehr, sehr schön. So, was ist das? Das ist ein Tree. Der Tree muss weg. Also der hier muss wirklich weg. Die kann ich auch schon mal abreißen. Die kann ich auch schon abreißen. Wie gesagt, alles was gefällt ist, wird auch direkt entfernt. Alles für Platz. Für Bauplatz. So. Die Forge. Oh Gott, Alter, wir brauchen so viele Arbeiter. Arbeiter mit Arr. Okay, dann werden wir jetzt mal einen Miner abziehen und nur noch einen haben. Dann einen Schmelter hier reinsetzen und der wird mir bitte herstellen. Ah, da knackt's. Gold Coin Sack requires Gold Ingots. Ich weiß nicht, was es mir bringt. Ich stelle einfach mal 5 Gold Ingots her und 10. Machen wir 15 Iron Ingots. The night has arrived. The monsters are enraged. In Rage. Ne, ich weiß nicht, was enraged, aber ich glaube, es heißt so. Ja, es ist sehr, sehr kalt. Es ist sehr dunkel hier draußen. Vielleicht sollten wir mal bei Gelegenheit 12 Holz, ein Large Fire Pit hier draußen hinsetzen. Kann ich das da draufsetzen? Nee. Machen wir da mal ein Large Fire Pit hin. Und hier am besten auch. Setz mal da hin. So. Da kommen da noch mal ein paar Fire Pits hin. Die verbrauchen leider auch immer genau einen Spot an Bauplätzen. Reißen wir den mal ab hier. Dann sparen wir uns nochmal einen Spot. So eine Ancillary. Oh Gott, ich habe den Namen schon wieder. Ancillary. Ach, scheiße, kann man nicht hinsetzen. Okay, dann würde ich sagen, bauen wir die hier hin. Da kommen Monster. Oh, sie werden angegriffen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Und tot. Okay, sehr schön. Das ging erstaunlich gut. Also das Bogending ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Low Energy. Ja, ist mir klar, dass du Low Energy hast. Aber du produzierst gerade Energie. Okay. Da wird es eingesogen. Sieht man es? Ja, ne? Da kommt die Energie aus der Umgebung. Und zack geht sie hier in den Essenzkollektor. Ja, wo überall quasi Essenz produziert wird. Keine Ahnung. Aber da kommt wieder ein bisschen Essenz. Ein Kinderzombie. Oh, das ist sogar relativ fix unterwegs, der gute Mann. Gut, Iris hat die Schnauze voll und greift ihn einfach mal direkt an. Den euren Kinderzombie. Okay, Martine Lambinet mit ihrem Pfeil und Bogen. Wunderbar. So, Essenz. Und die müsste jetzt eigentlich gesammelt werden. Ja, da. Wunderbar. Da fliegt sie langsam Richtung Essenzkollektor. So habe ich mir das nämlich vorgestellt. Und jetzt geht nämlich die Energie direkt hoch. Sehr schön. So habe ich das mir tatsächlich vorgestellt mit dem Essenzkollektor. Dass wenn ich hier vorne Menschen oder ja, Zombies töte, dass wir dann direkt die Essenz sammeln können. Ja, und halt andere Essenz, die hier noch rumwabelt. Sehr schön. Ja, hat mal ein Plan funktioniert.
den ich hatte. So, hier ist auch genug Licht. Okay. Was ist das denn hier eigentlich? Ein Radiation Pool. Naja. So, was ich jetzt mit der Energie anstellen kann, weiß ich nicht. Ja, ganz ehrlich. Da habe ich keine Ahnung. So, aber wir stellen Ingos her, ne? Jawohl, 5 Ingos haben wir schon. 5 Eisen-Ingos. Ja, dann können wir jetzt ja entspannt, also nicht entspannt, aber dann können wir uns jetzt ja darum kümmern, die Manufacturer zu bauen. Baue ich erst Armor-Smithy oder erst ein Tool-Smithy? Okay, hier können wir Äxte, Hose, Shovels, Hammers, Pickaxes, Iron Swords herstellen. Chest, Helm, Shield. Okay. Wir... Ach, Mist. Wir bauen erst den Toolsmithy. So, reißt mal das bitte ab. So, keine Energie, was? Ja, also wie gesagt, Regen ist halt beschissen. Vor allem, man sieht überhaupt gar nichts mehr. Chilly Rain. Also nur, wenn ich jetzt hier mit der Dings umher... gehe, mit der Lupe oder mit der Hand, dann erkennt man noch ein bisschen was. Ah, bei den Gegnern sieht man immer noch viel. Da kommt wieder ein Schild. Ein Kinderzombie. Schildzombie. Naja. Alles im Rahmen des Normalen. Oh, ich muss niesen. Zackeli zack. So, komm. Müsste doch schon reichen, ne? Ja, ich will trotzdem eins dazwischen lassen. So, dann kommt hier der Tool-Smithy und dahinter noch der Armor-Schmissi hin. Und dann haben wir das auch. Ja gut, Häuser, wie gesagt, würde ich dann wahrscheinlich eher nach hier oben bauen. Platz haben wir ja noch überall genug. So. Na? Ja, noch einmal. Ja, gelb, grün. Zack. Out of building slots. Oh, da liegt ein toter Zombie vor der Tür. Hat er sich aufgelöst? Ich glaube ja, ne? Ja, der ist aufgelöst. Und die Essenz sprießt wieder in den Essenzkollektor. Geht's wieder nach oben. Steil bergauf. So. Total Energy in all building combined that can store it like a sense Golem Kombulators. Okay, also jetzt kann ich auch so einen Golem Kombulator bauen, ja? Guards. Can store 200 Energy. Ah, ich brauche dafür Steine und 100 Energie, um einen zu spawnen quasi. Alles klar. Ja gut, der Kinderzombie hier. Sollte problemlos getötet werden. Da kommt auch wieder ein bisschen Essenz. Ah, oh, komm zu mir. Zu mir. Ja. Ja, da ist er. Ja, gut. Der Kinderzombie, adieu. Da löst er sich auf und die Essenz. Bitte einmal in meinen Essenzkollektor. Ja, da kommt sie. Und jetzt müsste es richtig bergauf gehen. Zack, bum, 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 bum. Pam, pam, pam. Okay, 3 von 4. Alles gut. Wir sollten hier auch mal vielleicht auf 10 stellen. Oder auf 15. Emily Brooks has been born. Die Emily Brooks. Okay. Kam aus Susan Brooks raus. Da ist die Emily Brooks. Aber die kann jetzt noch nicht arbeiten, oder? Emily Brooks. Wo ist sie denn jetzt? Emily. Emily Brooks. Da. 0 Jahre. Eigentlich John Munro mit 1 Jahr ist schon draußen. Ja, also der wirbelt hier schon fleißig. Hm. Balten wir im Auge.